Jo. Ne? Ein Piepton kam noch. Keine ein Ahnung. Ein Piepton, okay. Carsten, Steffi, Cody. Jo, heute ist Mittwoch. Hier ist wieder unser Cody's Tollwahn-Video. Genau, heute ein bisschen später und ein bisschen unkoordiniert, weil... Grund. Ja. Wir haben es halt nicht geschafft. Wir haben es verpeilt, ganz ja. Nein, wir haben letztes Mal das improvisierte Bismarck-Video gemacht, da haben wir die Tirpitz gezeigt, dann haben wir die Bismarck aufgebaut, dann haben wir uns mit DHL gestritten, dann haben wir das Bismarck-Video gemacht, dann haben wir für mich eine Grafikkarte besorgt, die haben wir eingebaut und dann ist das... Der Abend immer später geworden und testen und dies und jenes. Ich glaube, ihr kennt das alles. Aber Entschuldigung. Alles, Entschuldigung, aber wie gesagt, wir machen jetzt noch ein kleines Video. Auf jeden Fall. Weil wir möchten euch einfach noch mal ein paar kleine Infos geben. Wir haben was Neues aufgenommen und zwar ist es diese nette Dame. Genau. Das ist die Kubi-Nummer 5524. Das ist die Jack 1. In weiß. In weiß, traumhaft schönes Flugzeug. Ja. Soweit ich es recherchiert habe, gibt es die irgendwie nicht mehr. Also wir haben ein paar davon. Genau. Kein Weg, muss ich selber nochmal gucken. Aber ich behaupte einfach mal, die gibt es nicht mehr. Wir haben noch ein paar. Genau. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wie gesagt, Info ist russisches Flugzeug. Ja. Sehr gut aufgepasst. Ja, ich lese gerade. Prototyp geflogen, wann? Zwischen 1914 und 1950, nicht. Nein. Nein. Egal. Nee, also wie gesagt, wieder... schöne ganzen Infos hier drauf, nettes altes Foto, ja. Süßes kleines Modell, 230 Teile, es ist sogar Figur wieder mit dabei. Ja. Ja. Ne? Wer was in seiner Sammlung sucht oder sonstiges, der einfach mal auch für, weiß ich, für Kinder oder so weiter, wirklich zum Antesten, es ist echt genau. Schön. Ideal für Kinder, die gerne mit Kampfflugzeugen spielen. Genau. Weil es gibt auch Kinder, die spielen auch damit. Aber Kind sein kann man ja auch mit deutlich über 10. Echt? Also ich bin 41 und bin immer noch Kind, innerlich. Boah, so alt bist du schon. Ja, du bist älter, aber okay. Danke, sehr nett von dir. Okay, mein Alter verrate ich jetzt nicht. Nee, aber wirklich, wie gesagt, schönes Modell. Guckt bei uns im Shop rein. Wir haben es noch nicht aufgebaut, weil die sind wirklich für den Verkauf. Wir gucken mal, ob wir noch ein paar mehr kriegen. Mhm. Wir bauen davon keins auf, weil die sind wirklich alle für euch. Genau, dass ihr euch guckt mal in den Shop, genau. Link wie immer in den drunter Kommis. Da ist der Link von der drin. Wir gucken, wo wir noch ein paar kriegen. Wie gesagt, ich behaupte einfach, die sind selten. Also ich finde eigentlich, ja. Ich habe es im offiziellen Kobi-Shop nicht mehr gesehen. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also wirklich, wir haben es jetzt einfach reingenommen, haben gesagt, wir wollen mal wieder ein schönes neues Flugzeug haben. Genau. Und dann haben wir gedacht, nehmen wir auf alle Fälle die. Schöner, traumhaft schönes Flugzeug. Genau. Ja. Was haben wir noch? Also, ne, wie gesagt, die Jack auf jeden Fall. Was wir noch haben, wir haben... Das ist Jack wie Hose. Was wir wieder reingekriegt haben, ich glaube, was ihr auch wirklich wahnsinnig doll freut, ist unser Leopard 2A4. Er ist wieder bei uns verfügbar, kann auf alle Fälle im Shop bestellt werden. Das ist ein Modell, wirklich... Panzermuseum Munster. Genau, Kubi Nummer 2618, 864 Teile. Eine Figur mit bei, das ist wirklich ein echt schönes deutsches Panzermodell, genau. Sage ich jetzt mal. Braucht man nicht groß viel zu sagen. Nee. Ich habe mal jetzt nicht gesehen, aber. Ist auch wurscht, egal, das muss man nicht unbedingt sehen. Alles gut. Was haben wir noch? Die Kiste. Nee, also wie gesagt, das ist einer unserer Highlights im Shop. Er ist wieder verfügbar, guckt rein und wirklich. Genau, der Trend geht jetzt zum Zweitpanzer, also gerne mal zwei. Nee, und wirklich jeder, ich glaube, jeder, der mal irgendwo bei der Bundeswehr war, kennt den auf jeden Fall. Sollte in keiner Sammlung fehlen. Genau. Nee, was haben wir noch? Gut, den haben wir auch. Was wir auch wieder neu reingekriegt haben, er ist wieder verfügbar, unser Königstiger. Genau. Auch die letzten, bevor dann die neuen im November kommen. Genau, ihr wisst ja alle ganz genau, jetzt Oktober, November kommt die 10 Jahre... 10 Jahre World of Tanks IS-7 Granit Sonderedition. Und werden wir auf alle Fälle bestellen. Und im November gibt es einen neuen Königstiger mit neuen Teilen. Von dem wird es auch wieder eine Limited geben. Wahrscheinlich aber nur im Kobi-Shop. Also original im Shop und dann wieder für viel Geld. Genau. Wir gucken, was wir machen können. Zu machen ist. Wo wir gerade bei Limited sind.
Es gibt aktuell bei KobiToys.de im offiziellen KobiShop gibt es eine Limited Edition vom T3485 Nummer 102 Rudi. Also vier Panzersoldaten und ein Hund plus Mädchen. In der Limited Edition ist dann was extra dabei. Müsst ihr mal gucken. Preis, ich glaube, um die 50 Euro oder sowas. Ja, müsst ihr halt mal schauen. Also dass sich Kobi entschieden hat, die Limited Edition nicht mehr den Händlern zu geben, ist das die einzige Quelle. Ja. Und die machen da auch keine Ausnahmen. Also das mit dem Karl-Gerät, das war, wie wir es anders organisiert haben. Da war es war aber... Ja, es war eine gute Möglichkeit. Also ich sag mal so, wir versuchen es auf alle Fälle mal hinzukriegen, Limited Edition zu kriegen. Es ist nicht immer machbar, weil Kobi hat sich halt anders entschieden, aber wenn ihr was da ist, wir werden auch sofort informieren, kriegt alle Infos dazu, aber bloß beim Rudi haben wir jetzt gesagt, ich kann es ja verraten, wie wir es gemacht haben, wir haben einfach geguckt und, und dann über die Menge wurde es ein bisschen günstiger, deswegen konnten wir den günstiger anbieten, als es die Einzelvariante war. Genau, bloß wir haben jetzt gesagt, den Rudi werden wir nicht mit reinnehmen, weil das ist, ich sag mal so, bei der Limited Edition, es ist zum Normalen nur eine einzige Figur mit dazu, sonst ist es der gleiche Panzer und ich muss ehrlich sagen, für diese eine Figur nehme ich den nicht extra mit auf den Shop. Wenn es jetzt andere gibt, so wie zum Beispiel jetzt die Scharnhaus oder so, wenn es da eine Limited gibt, werden wir natürlich versuchen, auf jeden Fall, da sind wir dran und da werden wir auf jeden Fall was kriegen, aber beim Rudi haben wir gestern echt überlegt und haben gesagt, nee, wir nehmen den nicht dran. Nee. Und wenn, da wäre der Preisunterschied zum normalen Shop ein Euro oder sowas und das macht es dann auch nicht. Das macht es dann auch nicht. Die Lieferzeit wäre länger, als wenn, ihr, das, als wenn ihr den direkt bestellt und letztendlich macht es keinen Unterschied. Also der eine Euro macht es dann auch nicht mehr. Wir hätten wirklich, was hätten wir bestellen müssen, wir hätten 40 Stück abnehmen müssen, dass sich das rechnet. Also, und da, so ehrlich sind wir auch, dass das keinen Sinn macht. Oder wir hätten den extrem teuer machen müssen. Und da Nee, also das machen wir euch auch zuliebe oder sagt unseren Kunden auch zuliebe, den wir jetzt haben. Was wir natürlich jetzt gerade neu haben, was wir gerne in den Shop aufnehmen möchten und müssen. Naja, müssen tun wir gar nichts. Ja, aber ich sag mal so, er ist bekannt. Bekannt und gefürchtet und gehasst. Ja, genau. Wir haben einen traumhaft schönen T72. Ist auch schon zusammengebaut. Das Modell ist sehr schön, ist aber im Maßstab anders. Also im Maßstab ist 1 zu 28. Im Gegensatz zu den anderen Modellen, die ja 1 zu 35 sind, ist der dann deutlich größer. Genau. Warum, weiß keiner. Nur Kobi weiß das und die sagen es nicht, warum. Ist halt so. Mag daran liegen, dass dieser Panzer auch bei der polnischen Streitkräfte im Einsatz ist und deswegen dort natürlich, man sieht auch hier, da sieht man das, da sind so kleine Polenrauten drauf. Also es ist wirklich die der polnische T72M1. Man kann sich auch später vielleicht noch ein anderes Emblem draufkleben oder so weiter. Es gibt ja so diverse Online-Shops, die durchaus bei anderen Modellbauläden Details kaufen können. Genau. Zwinker, zwinker. Genau. Nee, also der würden wir im Einzelfall auch drauflegen. Genau, wollte ich gerade sagen. Also wer halt das andere nette Symbol haben möchte, ich meine, wo es jeder glaube ich, weiß. Also jeder, der sich mit den Modellen der russischen Panzertechnologie beschäftigt hat, weiß auch, dass bei der Nationalen Volksarmee, der DDR, bei den Landesstreitkräften dort entsprechend dort auch T-72M im Einsatz waren. Ja. Und die unterscheiden sich im Wesentlichen auch nur durch die entsprechende Beschriftung der Raute und da war dann die DDR-Rundel. Also es war die Raute drauf in DDR-Flagge. Genau. So. Und die Panzer wurden ja dann als Altbestand dann in die Bundeswehr überführt und dann Stück für Stück verschrottet, weil natürlich dort wenig Bedarf bestand an russischer Technik. Ein paar wurden auch an Polen weitergegeben, ein paar wurden auch an andere Staaten abgegeben für günstig Geld, weil man eben den Bestand abgebaut hat und die Bundeswehr keinen Bedarf an dieser Technik hatte. Genau. Nachvollziehbar, wenn man im Nachgang auch mal guckt, weil die Technik auch nicht wirklich kompatibel war. Also Maßstab ist 1 zu 28, das ganze Ding hat 550 Teile, ist natürlich eine Figur wieder mit dabei. Da hätten wir sie. Genau. Sonst komplett mit den Nebelwerfern hier oben drauf und mit den ganzen Zubehörkästen und alles drum und dran. Und hier hinten auch mit dem ganzen Zubehör. Klappen sind auf jeden Fall hier Seitenschürzen auch Seitenschürzen sind dran. Also lass die Seitenschutz dran. Ja, Entschuldigung. So. Treibstofftonnen logischerweise, wie man das bei russischen Panzern kennt. Treibstofftonnen als Feuerzeug hinten dran, als Zielhilfe für die anderen. Ansonsten Scheinwerfer ist dran, also Suchscheinwerfer infrarot. Entsprechend Kanone lässt sich bewegen. Wirklich
Das einzige Manko, was man ehrlicherweise sagen muss, ist wirklich der Maßstab. Der sticht halt raus. Das muss man wissen. Aber in eine so gut sortierte Sammlung gehört er eigentlich rein. Genau. Haben wir ab morgen im Shop. Genau, wir machen es jetzt erstmal vorbestellbar, so dass ihr halt sagen könnt, okay, wir möchten gerne einen haben. Wir werden jetzt mit der nächsten Lieferung das Ganze bestellen. Wir werden mal eine Chance bestellen und dann mal gucken, wie es geht. Wie gesagt, ab morgen sind die dann... Also wenn, wir haben heute den... Mittwoch. Ist der 27.? Nee, ich glaube, heute ist der 26., oder? Ja, ich glaube, heute ist der 26. Ja, gut. Also, dann ist der ab 27., allerspätestens ab 28. August im Shop. Genau. Verfügbar, bestellbar, Preis müssen wir gucken, aber günstig. Ja, und dann könnt ihr den bestellen und dann besorgen wir euch den. Lieferzeit wäre dann erstmal grob in der ersten Phase so 1 bis 2 Wochen. Kann ich gespielt? Nö. Okay. 1 bis 2 Wochen und sobald dann die andere Lieferung dann da ist, dann ist die Lieferung wieder wie üblich 3 bis 5 Werktage alternativ für unsere internationalen Gäste aus Holland und aus Belgien. Schönen guten Tag. Yay. Und auch die 2 Leute aus Frankreich und Österreich und Italien. Ich wollte es gerade sagen, unseren Lieblingskunde aus Italien. Yay. Hallo. Hi. Und die 2 Engländer, die gucken. Ja, da wäre dann die Lieferzeit so zwischen 3 bis 10 Werktagen. Je nachdem, wie das ist, wann bestellt wird und wann wir es losschicken können und wie das dann entsprechend funktioniert. Genau. Ja, so viel dazu. Ja, ansonsten gibt es bei uns nichts Neues, außer dass ich eine Grafikkarte habe, eine neue, und wir demnächst dann wahrscheinlich auch mal Live-Videos machen. Da machen wir eine Ankündigung bei Facebook, bei Instagram, und da könnt ihr euch dann einklinken und dumme Fragen stellen. Genau. Und wir werden natürlich auch sehr kommunikativ und sehr kompetent nicht darauf antworten. Nee, aber wie gesagt, also das war jetzt eine kleine Info. Jetzt, wie gesagt, Leopard 2R4, der ist wieder am Shop. Wir haben unseren Königstiger wieder und am Shop. Wir haben übrigens neue Lieferungen von Rafale und Mirage bekommen. Genau, die 2 sind wieder da, also in ausreichenden Mengen. Genau. Wir haben jetzt, glaube ich, Rafale haben wir aktuell 15 Stück da, Mirage haben wir nochmal 14. Jetzt 14, genau. Also wir können da wieder in die Vollen gehen. Danke an die Besteller, ihr habt super gemacht. Wollen wir den einen der 3 bestellen. Keine Ahnung, du willst eine Staffel bauen oder so. Keine Ahnung. Glückwunsch. Maserati sind da. Eigentlich haben wir alles in ausreichenden Mengen da. Also, ja. Cleo 1 ist noch da, hier, der oben, der kleine. Und ansonsten... Einfach gucken, wenn ihr was habt oder fragt, einfach wie immer info@kodistolban.de. Meldet euch auf Facebook, Instagram, wir beantworten alles auf jeden Fall, jeder, der es bis jetzt gemacht hat. Und vielleicht auch bei TikTok. Naja, schauen wir mal. Nein. Nee, er ist TikTok-süchtig. Genau. Nein! Nein. Bin ich süchtig, ich kann jederzeit aufhören. Ich will so nicht. Genau. Nein, nee, keine Ahnung. Also, wie gesagt, schreibt uns auf alle Fälle E-Mail, Facebook, Instagram, das ist das, was wir haben. Ihr könnt auch gerne Kommi und drunter lassen unter dem Video. Ein drunter Kommi. Nee. Und nicht vergessen, abonnieren. Genau, da auf das Abonnieren. Vermutlich da. Und die Glocke drücken. Genau, dass ihr immer wisst, wann ein neues Video da ist. Irgendwo da. Wir machen einfach nur kurz unseren Mittwoch-Kodi-Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Kurze Infos, nächste Woche Mittwoch. Lasst euch überraschen, was kommt. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Genau. Und dann, wir sagen ciao, viel Spaß. Schönen Abend noch und schönen Mittwoch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Ich stopp das Video jetzt? Ja, das war ganz nett. Okay. Ne? Gut. Tschüss. Ciao. Aus.